Griechenland, geil. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Weltreisefreunde. Ja, das ist hier vor meiner Tür in Griechenland auf Rhodos. Und zwar genauer gesagt in Lalissos. Wundervolle Luft. Früher Morgen, ich sag's immer wieder, habe ich gestern auch gesagt, als ich herkam zu Fuß vom Flughafen. Ja, was liegt heute an? Ich mache mir gleich erstmal einen Plan. Noch liegt gar nichts an. Ich kam relativ spät und konnte gar nicht realisieren, wo ich bin. Gleich mache ich mir einen Plan. Ich schneide ein bisschen Videos. Es kann wieder losgehen. Und ja, ich gehe auf jeden Fall erstmal eine Runde joggen, damit ich fit für den Tag bin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Das hat sehr gut getan bei der frischen Luft, ja klar. Kaffee trinken. I love Rhodos. Das wird mein Becher für die nächste Zeit sein. Ja, griechisches Geld wollte ich euch nicht zeigen. Ist dasselbe wie bei uns. Ich muss gleich ein paar Scheine loswerden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich mit Karte bezahle oder bar. I'm a fucking Millionär. Ja! Ja! So, jetzt aber Schluss mit dem Blödsinn. Ich gehe jetzt los, ich will mir was anschauen. Das ist, ja, nicht gerade ganz nah. Es ist in der Stadt Rhodos, so wie die Insel auch heißt. Da will ich mir das Akropolis angucken. Das ist jetzt mein Main Event für heute. Was ich noch nebenbei alles sehen werde und euch zeigen kann, werde ich natürlich mitnehmen. So wie ihr das kennt von meinen Videos. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Ich denke schon. An dieser Stelle will ich kurz unterbrechen und eine Danksagung vornehmen an die Marina Braun, denn sie hat mir ganze 25 Euro gesendet über PayPal. Und möchte mich bei meiner Reise unterstützen und dafür bin ich sowas von Herzen dankbar und werde mir natürlich ein bisschen mehr Kaffee kaufen. Wenn du auch gerne mir Geld zusenden möchtest und mich bei meiner Reise unterstützen möchtest, dann findest du oben auf meinem Channel einen PayPal-Button oder unterhalb in der Beschreibung des Videos natürlich auch. Ansonsten auf meiner Webseite www.weltreise.tv und danke natürlich auch an alle anderen Zuschauer meines Kanals. Ich freue mich riesig und jeder von euch ist für mich eine Unterstützung. Macht weiter so, lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt mir ein tolles Kommentar. Ich beantworte natürlich jedes Kommentar. Ja, und denkt dran, auch meinen Telegram-Kanal zu besuchen und dich vielleicht auch am Chat zu beteiligen und mir auch deine Reise zu zeigen und uns mal ein bisschen über die Reisesituation im Moment zu unterhalten. Ihr seid alle willkommen, euer Arkadi. So, weiter ab nach Griechenland. Ja, um mich herum auf jeden Fall jede Menge Anbau. Dahinter, hinter den ganzen großen Blocks, einmal hier rum, da ist dann natürlich der Strand. Da kommen wir aber auch noch zu, Freunde. Keine Sorge. Was ist denn da für ein Zeug? Interessant aus.
Boah, das ist jetzt schon richtig heiß. Wie soll ich denn das 8 Kilometer hin und 8 Kilometer zurück aushalten? Um Gottes Willen. Und ich habe ihn natürlich schön schwarz angezogen, ne? Muss ja richtig brennen. Okay, auf geht's. Ich bin schon wieder voll begeistert. Volle Kanne interessant hier. Ein bisschen laut hier die Straße, aber macht nichts. Ne? Muss ich auch was von haben. Das ist auf jeden Fall so ein ja, leicht dann auch ein Touristenort. Der Lalisos, ach du heiliger Bimmern. Schaut mal, wie sauber die Dinger sind. Boah. Griechenland, geil. Dirty Harry. Hier ist ein Supermarkt. Vielleicht gehe ich da mal rein. Preis anschauen und ein kleines Wasser zapfen. Frische Theke auch da, alles da. Super, hier kann ich gut einkaufen wahrscheinlich. Ja. Wasser sehr begehrt hier. Die Garde sind leer. 17 Cent kann ich von leben. Ach, nice. Egal, Wasser reicht, raus. Ich will heute noch ankommen. Direkt rein mit dem Zeug. War es nicht heiß draußen. Innerlich. Alter, die haben hier auch geile Schlösser, Alter. Oh, Debbie's Snackbar. Das ist ja wie mein Hotel. Das ist auch von Debbie. Habe ich ganz Griechenland eingenommen hier. Ein fetter Spar, Alter, gut. Vielleicht ist er ja günstiger, das muss ich nachher mal schauen. Jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt geht's aber los hier. Fressbuden, Fressbuden, Fressbuden. Muss ja bald so langsam hier angekommen sein. Eben waren die alle ein bisschen verteilt, jetzt ist hier aber alles total überfüllt. Auf der Seite habe ich ein bisschen Schatten gehabt. Sonst wäre ich schon abgefackelt. Oh, da ist der Beach. Das sieht ja geil aus. Da kommen wir auch noch zu, auf jeden Fall. Jetzt geht es auch noch bergauf. Es wird spannend. T-Shirt weg, es geht nicht mehr. Ich schwitze das so rein hier. Also so heiß war es auf Malle auf keinen Fall. Hier geht richtig die Post ab. Die Autos sind hier auch total Schrott und dreckig. Noch schlimmer als auf Malle. Überall Kratzer und Staub. Das juckt hier, glaube ich, keinen. Hey, du bist ja süß. Du bist ja niedlich. Schau mal, wie er mich anguckt. Meint der, lässt sich streicheln? Na? Der ist ja niedlich. Hey!
Komm, streichel. Ja. So süß, der Kleine. Die hängen ja alle auf dem Müllton rum. Ja, jetzt will er mich, glaube ich, nicht gehen lassen. Ne? Ein süßes Kerlchen. Das ist richtig niedlich. Tschüss. Mach's gut. Ich muss weiter. Hier wird's ja noch niedlicher. Guckt mal. Kleine schwarze Kätzchen. Ach, wie süß. Ja, ganz jung. Ja, wo ich jetzt hier langlaufe, das würde ich nachts wahrscheinlich meiden. Das ist ja ein bisschen gruselig. Sonntag geht das ja alles witzig aus. Ihr wisst ja, nachts ist immer alles ein bisschen. Würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Teilt es und liked es, was auch immer. Lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, ich würde alles zurückkommentieren. Ja, ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.